Mallorca. Für viele die Trauminsel im Mittelmeer und der Traumort zum Heiraten. Für Jutta Birfelder und Katja Bulan Alltag. Seit mehr als 15 Jahren arbeiten sie zusammen als Hochzeitsplaner auf der Insel. Ich finde es total spannend, dass es bei uns immer und immer wieder was Neues gibt. Und ich habe damit schon meinen Traumjob gefunden. Wenn man das Glück sieht in den Augen, ist einfach immer wieder schön. Also auch nach so vielen Jahren macht es einfach noch unglaublich viel Spaß. Andratx im Westen Mallorcas. Von hier aus haben Jutta Birfelder und Katja Bulan schon mehr als 850 Hochzeiten organisiert. Am Anfang vor allem für Deutsche. Inzwischen ist das Klientel gemischt. Jede Hochzeit ist anders. Wenn ein Kunde anfragt, dann versuchen wir herauszufinden, was stellen die sich vor, was ist deren Geschmack, was sind die Träume, die Wünsche. Und dann schlagen wir vielleicht mal 8 Locations vor, dann gucken wir, kriegen wir ein Feedback, so und so, dann schießen wir nochmal 8 nach. Aber wir schlagen keine 50 Locations vor, das wäre Quatsch. Also wir sind die Spezialisten und wir müssen erkennen, was möchte das Paar. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Von der kleinen Zeremonie am Strand, zur opulenten Feier mit hunderten Gästen, bis hin zur Motto-Party ganz in Weiß. Die Hochzeitsplanerinnen lieben die Herausforderungen und arbeiten viel. Im Sommer 7 Tage die Woche, in der Woche Vorbereitungen, am Wochenende Hochzeiten. Also man ist angespannt oder konzentriert, bis wirklich alles läuft, bis der Caterer alles aufgebaut hat, die Blumen stehen, der Musiker da ist, die Zeremonie läuft. Und dann, wenn der erste Tanz stattfindet und die einfach nur feiern und glücklich sind und dann uns meistens um den Hals fallen und sich bedanken, weil alles so schön ist, das ist der Moment, wo wir dann auch mal ein Glas Sekt in die Hand nehmen können und anstoßen können und sagen können, so, das ist toll und das hat alles so toll geklappt und wir sind da zum Teil mit verantwortlich. Das ist natürlich immer ein tolles Gefühl. Katja Bulan und Jutta Birfelder leben seit mehr als 20 Jahren auf Mallorca. Während Katja Bulan schon zu Studentenzeiten als Tauchlehrerin auf der Insel arbeitet, kommt Jutta Birfelder während eines Sabbaticals mit dem Segelboot. Durch Zufall lernen sich die beiden kennen. Und dann haben wir ziemlich schnell festgestellt, dass wir gut zusammenarbeiten können und haben eigentlich nach einer Geschäftsidee gesucht. Und dann haben Freunde von uns geheiratet und die haben mich darum gebeten, ob ich denen helfen kann, ob ich vielleicht so kleine Sachen organisieren kann, weil die Sprache nicht sprachen. Und das habe ich dann gemacht und habe gedacht, das ist eigentlich eine ganz, ganz tolle Idee. Und ganz unabhängig davon hatte Jutta die gleiche Idee und dann haben wir gedacht, das ist ein Zeichen, dann müssen wir das auch wirklich machen. Und dann haben wir hier angefangen als Weddingplaner. Was schwierig war, waren natürlich die ganzen Kontakte hier erstmal zu finden, weil wir brauchen natürlich in unserem Job 1000 Kontakte. Wir brauchen einen Caterer, wir brauchen einen Pfarrer, wir brauchen lauter Locations, wir brauchen Floristen, wir brauchen Musiker. Und dieses Netzwerk aufzubauen, das war eigentlich die Hauptarbeit ganz am Anfang. Es gab ja damals auch noch keinen Heiratsmarkt auf Mallorca. Das haben wir sozusagen hier aufgebaut. Wir waren 8 Jahre lang die einzige Agentur, die das gemacht hat und haben diese ganze Basis dafür hier auf der Insel aufgebaut und haben das auch bekannt gemacht in Europa, dass Mallorca ein fantastischer Platz ist zu heiraten. Sie selbst würden allerdings nicht auf Mallorca heiraten. Also wenn ich jetzt für mich persönlich eine Hochzeit organisieren müsste, wüsste ich ehrlich gesagt überhaupt gar nicht, was ich machen sollte, weil ich einfach so viel schon gesehen habe. Und man möchte natürlich für sich selbst irgendwas anderes machen. Wahrscheinlich wäre es irgendwas ganz, ganz Einfaches. Vielleicht irgendwo in Alaska im Schnee oder irgendwo. Für die Frauen aus Deutschland ist Mallorca auch privat der Traumort. Beide lieben Wassersport. Das Segeln ist was, was uns witzigerweise ja eben auch verbindet. Also es sind ja wirklich auch alles Zufälle, dass wir auch noch die gleichen Hobbys haben. Aber das ist natürlich auch was, was wir eben auch mit unseren Männern machen können, gemeinsam segeln. Und das ist einfach, auch für mich persönlich bedeutet das Segeln absolut ganz schnelle Entspannung. Sobald man aus dem Hafen raus ist und auf das Wasser schaut, den Horizont sieht, dann ist sofort alles, sämtlicher Stress vergessen und man kann relaxen und genießen und das ist ganz, ganz toll. Wir haben uns von Anfang an super verstanden. Die Freundschaft hat sich so langsam, aber sehr tief entwickelt. Wir haben immer was, worüber wir sprechen können. Wir besprechen auch alles zusammen. Also wir sind schon recht unterschiedlich vom Charakter her, aber das ergänzt sich einfach super. Das ist perfekt, das ist also perfekt, um zusammenarbeiten zu können. Auch das eigene Glück haben die Frauen mit dem Traumjob perfekt im Griff.